Einen traumhaft wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei diesem, ja wie auch immer ich dieses Video nennen soll. Es ist kein Freitagsvlog, es ist kein Kennys Kino, es ist irgendwas Vermischtes. Ich befinde mich gerade auf der A9 in Richtung Berlin, denn diese Woche findet die Deutschlandpremiere des neuen Action-Blockbusters Ambulance statt. Falls ihr nicht wisst, worum es da geht, hier ein kurzer Ausschnitt. Wir sind nicht die bösen Jungs. Wir sind nur die Jungs, die nach Hause wollen. Wir spazieren nicht einfach in den Sonnenuntergang! Denn wir alle wissen, wie gefährlich sie sind. Ach ja? Schafft sofort eure Helis hier weg! Ja, uns erwartet ein Action-Spektakel von Michael Bay mit Jake Gyllenhaal in der Hauptrolle. Und ich bin halt auf dem Weg nach Berlin, um bei der Pressevorführung dabei zu sein. Und das alleine reicht nicht, denn eigentlich könnte ich den auch woanders gucken. Aber in Berlin findet auch die Pressekonferenz statt, wo die besagten Michael Bay, Jake Gyllenhaal und noch die vielen anderen Menschen, die dort mit dem Film mitgemacht haben und dazu was beigetragen haben, dabei sein werden. Und ich werde bei dieser Pressekonferenz dabei sein. Push it, push it, push it, go, go, go. Und als ob das nicht alles reicht, habe ich auch noch vor ein paar Tagen den deutschen Synchronsprecher von Jake Gyllenhaal persönlich interviewen dürfen. Der gute Marius Claren hat sich dazu bereit erklärt, uns ein paar Fragen zu beantworten für den Telestammtisch. Hier einfach schöne Ausschnitte. Aus dem Grund dachte ich mir so, fragen wir doch einfach Jake Gyllenhaal persönlich, wie der Film so ist. Und ich habe ihn höchstpersönlich hier. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Das erste Mal habe ich Jake Gyllenhaal gesprochen bei The Day After Tomorrow. Ja, und jetzt bin ich quasi auf dem Weg nach Berlin und ich werde euch an dem ganzen Abenteuer, was ich da erlebe, teilhaben lassen. Also, viel Spaß dabei. Ja, wie man sehen kann, bin ich gut in Berlin angekommen. Ich war jetzt gerade noch bei einer Apotheke hier in der Nähe, um einen Schnelltest zu machen, denn morgen früh für die PK braucht man einen Nachweis von einem negativen Corona-Test. Also schnell erledigt, damit ich da keine Rennereien habe. Ja, mittlerweile bin ich im Hotelzimmer angekommen. Ich bin hier im Marriott Hotel am Potsdamer Platz. Direkt daneben ist das Ritz-Carlton, wo morgen früh die Pressekonferenz stattfinden wird. Und damit ich es nicht so weit habe, habe ich mich quasi hier einquartiert. Da kann ich dann morgen schön ausschlafen, in Ruhe frühstücken und dann einfach rüber spazieren zu dieser Pressekonferenz. Ansonsten mein Corona-Test, den ich da in dieser Apotheke gemacht habe, der ist negativ. Damit bin ich jetzt auch auf der sicheren Seite. Der ist dann mindestens 24 Stunden gültig. Und da habe ich dann noch morgen für die Pressekonferenz keine Probleme. Tja, was wäre ein Besuch in Berlin ohne einen Besuch im Hard Rock Café? Dort habe ich dann schön lecker zu Abend gegessen. Es gab wie immer leckere Rippchen bzw. Barbecue Ribs. Kann ich nur empfehlen. So, ich bin jetzt hier vor dem Zoopalast in Berlin und dort werde ich gleich die Pressevorführung von Ambulance sehen. Morgen wird dann auch hier die Deutschlandpremiere stattfinden, wo dann auch die ganzen Stars über den roten Teppich laufen. Und da seht ihr ja dieses Zelt, da wird gerade schon fleißig gebaut. Hier hinten gibt es auch einen amerikanischen Krankenwagen, der gerade davor gefahren wird. Also hier passiert einiges. Und die ganzen Stars, die dort morgen langlaufen werden, werde ich dann morgen früh, hoffentlich, wenn alles klappt, bei der Pressevorführung sehen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich komme jetzt gerade aus der Pressevorführung. Hinter mir steht der berühmte Krankenwagen aus dem Film. Wer ihn gesehen hat, wird ihn dann erkennen. Mir klingeln die Ohren. Ansonsten genaues Feedback gebe ich ja dann bei der Besprechung beim Telestammtisch. Hallo beim Telestammtisch zur Besprechung vom neuesten Michael Bay Kracher Ambulance. Bei mir ist einerseits der Stu. Hallo Stu. Hi. Und dann haben wir den Mann, der diesen Film nicht nur gesehen hat, sondern den ganzen Film mit einem Ausflug verbunden hat, der das Prädikat mein schönstes Ferienerlebnis definitiv verdient. Hallo Kenny! Einen sowas von traumhaft wunderschönen guten Abend! Ich friere, ich bin müde, ich werde mich jetzt langsam ins Hotel begeben. Einen wunderschönen guten Morgen hier aus Berlin. Ich stehe jetzt gerade hier auf dem Potsdamer Platz und hinter mir seht ihr das Ritz-Carlton Hotel. Da wird dann gleich die Pressekonferenz stattfinden. Ich habe dann gestern Abend noch ein paar Fragen eingereicht, nachdem ich den Film gesehen habe und hoffe, dass die dann auch gefragt werden. Ich bin wirklich gespannt, wie das so wird. So,
Und mittlerweile bin ich in dem Raum, wo dann die Pressekonferenz stattfindet. Leiten seht ihr quasi das Podest, wo dann die ganzen Stars sitzen. Kamerapresse, alles schon hier. Tolles Dingens habe ich auch. Presseticket, Presseausweis. Ich habe mich ganz vorne quasi einplatziert und kann da von vorne ganz wunderbar filmen. It's hard on that ambulance. It's a beast. It drives. I didn't know that they're double turbocharged. They're like tanks, and very fast. We shot this movie in 38 days. That is an amazingly fast shoot. And to get all that stuff, it helped create the energy on the set, because normal movie would shoot about 20, 25 shots a day. We were shooting up to 120 a day. Asa, you even had to operate a patient in the movie. Gar, what can you tell us about this breathtaking scene? It was real. I didn't do it. He's fine now. He's missing some pieces of his body, but he's fine. You know, but Jake, did you feel comfortable with Yaya as a driver? No. I preferred his stunt driver when we were doing the dangerous stuff. That's all. You know, I'm doing this for a little while, and I think safety first, you know? I had a lot of laughs because I knew while I was working, I said, Jake is not comfortable right now. Jake is not acting. He's legitimately not comfortable. Give me little hints. You know, it was like some of those lines when I said, you know, do you want to drive or can I drive? Like, it was real because Jake was, you know, you don't have to go so fast. I did one of the things. You know, one of the things I said was, it's gonna look fast on camera. It's gonna look fast on camera. Don't have to go that fast. You don't have to go so fast. It's gonna look faster than it. And meanwhile, Mike is saying, "Push it, yes, go." So, yeah. I'm the slow driver on the Autobahn. You're honking at to get out of your way. That's me. So, liebe Freunde, das war's jetzt eigentlich. Die Pressekonferenz ist vorbei. Ich werde mich jetzt langsam auf den Heimweg machen. Ich gehe jetzt zurück zum Hotel, zum Parkhaus. Da werde ich mal ein bisschen was shoppen, ein paar Souvenirs für meine Freundin mitbringen und dann geht's nach Hause. Und ich freue mich, dass ihr, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt, hier geschaut habt. Es gibt noch ein paar Endshots und dann war's das. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und nicht vergessen, das nächste Video kommt bestimmt. Berlin ist ja nicht gerade dafür bekannt, dass man hier gut Parkplätze kriegt, ne? Aber ich möchte mal ganz kurz erwähnen, ich wollte noch was kaufen in einem Laden, den ich gestern entdeckt habe. Und dachte mir so, okay, auf dem Rückweg fährst du einfach vorbei und versuchst einen Parkplatz zu kriegen. Ich habe wirklich in 80 Metern Entfernung einen Parkplatz gefunden. In Berlin!